Wir sind heute beim 1. Mai 2017 in Berlin-Kreuzberg. Der 1. Mai in Berlin ist so zersplittert wie seit langem nicht mehr. Es gibt insgesamt 5 Demos am heutigen Tag. Bei der DGB-Demo waren 14.000 Menschen, 14.000 ArbeiterInnen, die am Internationalen ArbeiterInnen-Kampftag als ArbeiterInnen-Klasse auf die Straße gehen. Das 1. Mai ist da, für alle rauszukommen und die Politik mal zu sagen, wir sind immer noch da. Wir sind die Arbeiter, die müssen unserer Forderung auch noch hinter unserer Forderung stehen oder die sollen tun, was wir verlangen, weil wir sind die Arbeiter. Ich bin der Lukas vom Botanischen Garten. Ich bin heute auf dem 1. Mai, auf der 1. Mai-Demo des DGB. Am Botanischen Garten werden immer noch Flächen outgesourced und fremdvergeben an Fremdfirmen. Wir fordern heute ein Streikrecht gegen Outsourcing und für die Rückführung der ausgegliederten Betriebe in die Mutterkonzerne. Diese Demo war groß, diese Demo war wichtig. Dennoch fordern wir, dass die Gewerkschaftsdemo mehr als eine reformistische Bratwurst-Demo ist. Wir fordern, dass die Menschen, die aktiv gerade zum Beispiel im Rahmen der Aufstand der Töchter streiken, die im Botanischen Garten streiken, dass es deren Demo ist und nicht die Demo von irgendwelchen GewerkschaftsbürokratInnen. Auf der 16 Uhr Demo vom internationalistischen Block am Lausitzer Platz waren etwa 3000 Menschen, mehrheitlich migrantische Gruppen. Es wurde sich für Palästina positioniert. We are a group of leftist Israelis and Jews that live here in Germany. We are anti-Zionist, anti-racist and anti-fascist. Das bedeutet, dass die Arbeiterklasse international ist, nur internationalistisch und gemeinsam gewinnen kann und dass wir die lokalen Arbeitskämpfe bei Vivantes, beim Botanischen Garten, bei der CFM unterstützen müssen und dabei für die internationale Solidarität aller Arbeiter eintreten müssen. Und ja, ich glaube, es hat einfach gezeigt, dass auch viele andere Gruppen auch die Notwendigkeit gesehen haben, noch mal eine eigene angemeldete Demonstration zu machen, eine Demonstration, bei der nicht Geflüchtete oder SchülerInnen oder Leute mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus oder wie auch immer ausgeschlossen sind. Wir sind auf der Jugenddemo durch Kreuzberg, organisiert von der SDRJ, der SJB und anderen Jugendgruppen. Wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Say it loud! Refugees are welcome here. Würdest du sagen, es ist wichtig, dass wir als Jugendliche gemeinsam eine Demo organisieren? Auf jeden Fall. Da wir halt dem deutschen Staat zeigen können, dass die Jugend dieses Landes nicht mit der Politik zufrieden ist und dass sie Veränderungen haben möchten. Ja. Servus tut die Antifaschisti. Wir als ABW wollen gegen den Kapitalismus ankämpfen. Wir haben keinen Bock auf alte Schulgebäude. Wir wollen uns nicht den Autoritäten gleichsetzen. Wir wollen unsere eigene Meinung hier bilden, vor allem als Jugendliche. Und dass wir generell nicht unterdrückt werden wollen. Nicht nur wir, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund, weil wir auch gegen Rassismus sind. Viva! 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 Die 18 Uhr Demo läuft jetzt durch Kreuzberg. Hier sind sehr viele Menschen, es ist super laut. Die Demo ist friedlich. Bis jetzt gab es noch keine Repression. Wenige Meter von der besetzten Friedelhöhen 50 wird die Lage angespannter. In beinahe jeder Seitenstraße stehen Wannen und Cops. Die Polizistinnen haben bereits mit Schlagstöcken die Demo angegriffen. Es gibt erste Verletzte. Es quetschen sich aktuell zehntausende Menschen durch eine der kleinsten Seitenstraßen Berlins. Bei der 18 Uhr Demonstration waren 15.000 Menschen. Das sind 5.000 weniger als im letzten Jahr. Es gab keine Lautsprecherwegen, es gab keine Reden, was daran lag, dass die Demo bewusst unangemeldet durchgeführt wurde. Während des gesamten Tages versammelten sich allerdings der Großteil der Jugendlichen, die heute auf der Straße waren, beim unpolitischen Maifest in Kreuzberg. Der Bezirk Kreuzberg führt mit der Veranstaltung des 1. Maifests bewusst und erfolgreich eine Depolitisierung des 1. Mais durch. Denn gerade im Herzen der Bestie, im deutschen Imperialismus, ist es wichtig, dass wir gemeinsam mit all den Ländern, die von Deutschland und anderen Staaten unterdrückt werden, kämpfen.